Gute, liebe Leute, ich bin beim Jörn. Vor kurzem noch oben an der Nordsee bei den Beef Bandits, jetzt schon wieder beim Jörn. Ich bin viel unterwegs. Das ist gut. Ja, gell? Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Aber natürlich bin ich ja nicht einfach nur hergekommen, um ihn zu sehen, weil ich liebe ihn sehr und ich sehe ihn auch sehr, sehr gerne. Aber natürlich müssen wir auch was essen. Ja, deswegen musste er mir auch was kochen. Genau. Beziehungsweise was grillen. Ja, Grill kochen. Richtig. Hey, ja, heute haben wir Grill gekocht. Fusion-Küche. Ja, und zwar haben wir heute ein Hühnchen-Kartoffel-Gratin gemacht. Ein sehr, sehr leckeres dazu. Ja, ja. Und wie ich das sehr, sehr leckere gemacht habe, ja, das seht ihr jetzt. Liebe Leute, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Viel Spaß. Liebe Leute, es ist das letzte Video im Jahr 2023 und es soll natürlich was Besonderes sein. Ich bin zu Besuch beim Jörn Barbecue aus Rheinhessen. Wer den noch nicht kennt, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber dann geht mal auf den Kanal von Barbecue aus Rheinhessen und da werdet ihr großartige Rezepte sehen. Das sind die besten Rezepte auf der Welt. Er ist nämlich the Godfather of German Barbecue. Wir machen heute ein wunderschönes Kartoffelgratin mit ein bisschen Hühnchen. Das Hühnchen habe ich jetzt von beiden Seiten mit meinem Drachenpulver gewürzt. Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung. Liebe Leute, wenn ihr Drachenpulver nicht kennt, unten in der Infobox, da ist ein Link. Da könnt ihr draufklicken und dann werdet ihr direkt zum Drachenpulver geleitet. Und da könnt ihr euch das Drachenpulver bestellen, mich supporten. Und ich verspreche euch, es ist ein großartiges Gewürz. Wer aus dem Kreis Odenwald kommt, der kann natürlich auch in den Michelstädter Grillstore fahren und sich das Drachenpulver dort holen. Und jeder, der das sich nicht holen möchte, weil er gerne Gewürzmischung selber mischt, der kann sich das natürlich auch selber mischen. Da oben in der Ecke ist ein Link. Kommen wir zum Grill. Den haben wir vorbereitet auf indirekte Hitze, so dass wir das Fleisch gleich nicht voll auf die Flammen legen, sondern indirekt grillen. Die Temperatur vom Grill beträgt ungefähr so 120 Grad. Ich habe noch ein paar Räucherchunks hineingegeben, weil ich möchte mein Hühnchen etwas räuchern. Deswegen grillen wir es auch nicht direkt an, sondern indirekt, weil räuchern tut man na, in... Ich sag jetzt mal in 99,9% aller Fälle indirekt. Und wie ihr seht, habe ich hier Hähnchenbrust gewählt. Aber natürlich könnt ihr das Hühnchenfleisch wählen, das ihr gerne möchtet. Ob ihr jetzt eine Keule nehmt und die dann zerrupft. Oder ob ihr so einen ganzen Gockel nehmt und den zerrupft. Das bleibt völlig euch überlassen. Am Ende könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich nehme Schweinefilet, was auch immer. Also da könnt ihr variieren, ne? Da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und während das Hähnchen auf dem Grill ein bisschen räuchert, kümmern wir uns um unsere Gratinsoße. Dazu habe ich ein bisschen Milch in diese wunderbar silberfarbene Schüssel gegeben. Und dazu gesellt sich ein bisschen Sahne. Und bevor jetzt wieder welche meckern, das ist doch gar keine richtige Sahne. Ja, das ist so Veggie-Sahne, so Sojasahne, weil ich habe ein kleines Problem mit echter Sahne, weil bei echter Sahne kriege ich ein paar Turbulenzen in meinem Bauch und dann ist das für die ganze Menschheit nicht so toll. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil ich habe keine Laktoseintoleranz. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es der hohe Fettgehalt. Ich kann es nicht beantworten. Bei dieser Sojasahne habe ich das Problem nicht. Aber euch steht es natürlich frei, normale Sahne zu nehmen oder die Sahne, die ihr gerne möchtet. Gewürzt wird das Ganze mit meinem grünen Kobold, denn mit grünem Kobold wird alles besser. Wo ihr grünen Kobold herbekommt, liebe Werbung, wollte ich gerade sagen. Liebe Leute, das steht unten in der Infobox, denn das ist jetzt ein klein wenig Eigenwerbung. Und auch da könnt ihr draufklicken, euch den grünen Kobold bestellen, meinen Kanal supporten oder ihr fahrt nach Michelstadt in den Grillstore, da könnt ihr euch das Ganze auch so kaufen. Und natürlich möchte ich die anderen Zutaten nicht vernachlässigen, die ich noch zusätzlich in die Schüssel gegeben habe. Und zwar war das Salz und Pfeffer und Parmesan. Denn Parmesan ist Umami, das wird großartig. Ein bisschen Petersilie habe ich auch noch klein gehackt. Was heißt klein gehackt? Relativ grob gehackt, aber ihr könnt es auch kleiner hacken, das bleibt völlig euch überlassen. Dann wird das Ganze ein klein wenig verrührt. Und dann sind wir mit den Vorbereitungen für die Soße auch schon durch. Und das gibt mir die Zeit, dich anzusprechen.
Ja, ich meine genau dich, der gerade guckt und meinen Kanal noch nicht abonniert hat. Liebe Leid, wenn ihr auch noch nicht abonniert habt, aber ihr euch denkt, hier, der dicke Onkel, der macht das schon ganz gut und mir gefällt das ja auch, dann würde ich mich wirklich tierisch über ein Abonnement freuen. Vielleicht gibt er mir noch einen schick netten Daumen nach oben, vielleicht drückt er auch noch die Glocke. Glocke ist auch nur optional, liebe Leute. Ich habe jetzt auch nicht bei allen Kanälen, die ich abonniert habe, eine Glocke gedrückt, weil sonst kriegt er ja 6000 Mails. Aber wenn ihr sagt, ey, den Kanal finde ich wirklich speziell gut, dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr die Glocke drückt, weil dann kriegt ihr ja eine E-Mail und werdet informiert, wenn es neue Videos gibt. Und während ich hier über Abonnements geschwätzt habe, habe ich schon mal angefangen, die Kartoffeln zu schälen. Und ihr könnt es natürlich sehen, die Kartoffeln sind vorgekocht. Sie sind nicht komplett durchgekocht, sondern einfach nur vorgekocht, damit sie dann im Grill gleich nicht mehr so lange benötigen. Das reduziert ein bisschen die Grillzeit. Ihr könnt sie natürlich auch vorher schon schälen, das ist gar kein Problem. Ich habe es jetzt einfach, warum habe ich es nicht gemacht? Ich glaube, ich habe es vergessen. Ist aber auch egal. Ziehe ich mir einen Handschuh an, denn ich möchte meine Auflaufform buttern mit schöner Butter. Da muss ich immer an Helge Schneider denken. Hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter zu Hause. Das ist großartig. Ich kann ihn zwar nicht nachmachen, aber ich finde es großartig. Butter gehört eigentlich auch zur Dreifaltigkeit des Grillens und ich meine jetzt nicht Ribs, Pulled Pork und Brisket, sondern ich meine Butter, Käse und Speck. Denn mit Butter, Käse und Speck wird alles viel, viel besser. Denn wenn irgendwas mit Butter, Käse oder Speck nicht schmeckt, dann schmeckt es auch so nicht. Jetzt schneide ich die Kartoffeln in Scheiben. Wie dick ihr jetzt die Scheiben macht, das bleibt euch überlassen. Es kommt auch darauf an, wie viele Kartoffeln ihr jetzt gekocht habt. Wenn ihr euch an mein Rezept haltet, dann macht sie nicht allzu dick, damit ihr auch schön die ganze Form damit auslegen könnt. Dann fange ich schon mal an, den Boden auszulegen. Und im Übrigen, liebe Leid, auf dem Grill, ihr wisst Bescheid, da liegt noch das Hühnchen. Wenn ihr Vegetarier bei euch zu Hause habt, dann könnt ihr das Hähnchen auch gerne weglassen. Oder ihr nehmt statt Hähnchen Brokkoli, Blumenkohl, und was es nicht sonst so für Gemüse gibt. Denn dieses Rezept eignet sich auch hervorragend, vegetarisch verzehrt zu werden. Ne, das geht natürlich auch. Oder wenn ihr selber sagt, oh, ich habe heute keine Lust auf Fleisch, ne, dann könnt ihr das auch gerne mit Gemüse machen, statt mit Hühnchen. Und da wir gerade bei Hühnchen sind, holen wir das mal runter. Bei einem Keramikgrill immer wichtig, nie den Deckel aufreißen. Immer erst einmal ein bisschen Luft reinlassen und dann komplett aufmachen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht, dass er da eine Stichflamme ins Gesicht bekommt. Das Hühnchen sieht großartig aus. Na, das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu gar für das, was ich vorhabe. Es hätte jetzt innen ruhig ein bisschen roher sein können, weil, wie gesagt, wir geben es ja gleich nochmal in den Grill. Daher wäre es sowieso fertig gegart worden. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Denn da kommt jetzt noch Soße drauf. Da kommen noch Kartoffeln drauf. Das wird so oder so saftig wie die Sau. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Und wie ihr seht, habe ich jetzt so ein bisschen Hühnchen auf die Kartoffel gegeben und auf das... ich verliere immer den Faden. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich muss mal einen Schluck trinken, liebe Leid. So. Habe ich meine Stimme wieder geölt. Ich habe jetzt das Hühnchen auf die unterste Lage der Kartoffeln gegeben. Und da oben drauf kommen jetzt wieder Kartoffeln. Und das könnt ihr jetzt so oft machen, wie hoch eure Auflaufform ist. Kartoffeln, Hühnchen, Kartoffeln, Hühnchen, Kartoffeln, Hühnchen, Kartoffeln, Hühnchen. Da seid ihr völligst frei in eurem Handeln. Und ich sag's auch immer wieder, liebe Leid, das, was ich euch zeige, das soll euch nur inspirieren, das soll die Idee sein. Ihr müsst es nicht eins zu eins nachmachen, könnt ihr natürlich, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt eure eigenen Noten hineinfließen lassen. Wenn ihr sagt, ich möchte das Ganze mit Nudeln machen, dann macht das mit Nudeln, dann lasst die Kartoffeln weg, ne? Das bleibt völligst euch überlassen. Und natürlich kann man dieses Gericht auch hervorragend im Backofen machen. Und bevor ich weiter schichte, gebe ich etwas von der Soße drauf, sodass wir auch in der Mitte ein bisschen was davon haben.
und platziere noch etwas Butter dazwischen. Also ihr seht, das Ganze kann nicht trocken werden. Auch wenn ihr das Hähnchen auf 90 Grad Kerntemperatur gezogen hättet, das wird wieder richtig schön saftig. Das hat keine andere Möglichkeit, als saftig zu werden. Und während ich jetzt hier noch am Schichten bin, möchte ich mich mal beim Jörn bedanken. Lieber Jörn, vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich hier wieder bei dir sein durfte. Und ich überlege gerade, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt in der Outdoor-Küche ein Video mache. Ist das so? Ich glaube schon, das ist das allererste Video. Das ist quasi eine Odenwälder Udenheim-Premiere. Ich meine, ich war jetzt schon öfters in der Außenküche zu Besuch, ne? Aber ich glaube, das ist das erste Video, das ich dort drehe. Großartig. Lieber Jörn, vielen lieben Dank. Ich bin sehr, sehr gerne jedes Mal da und grille mit dir. Und auch unsere Roadtrips sind immer wieder großartig und machen sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass wir bald wieder mal unterwegs sind. Mal gucken, was das Jahr 2024 so bringt. Auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr, also im Jahr 2024, liebe Leute, auf der, ja, das ist jetzt nächstes Jahr nicht die deutsche Grillmeisterschaft, sondern die internationale Grillmeisterschaft, nämlich die Weltmeisterschaft in Stuttgart. Da werde ich auf jeden Fall im Jahr 2024 dabei sein. Da könnt ihr mich dann sehen, könnt ihr euch ja schon mal in eurem Kalender eintragen. Jetzt habe ich die ganze Schichtungsphase ein bisschen überbrückt mit meinem Gelaber. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich euch so voll laber. Ihr müsst euch immer mein Gedudel anhören. Naja, gut. Jetzt gebe ich noch den Rest der Soße oben drauf. Schaut euch mal an, wie großartig das aussieht. Ah, das sieht richtig, richtig gut aus. Und ich bin mir sicher, das wird richtig, richtig gut schmecken. Ich habe diesen Kartoffelgratin vorher übrigens noch nie gemacht. Das ist der Tag da, wo ich das hier mache. Das ist Premiere, liebe Leute. Das ist absolute Premiere. Ich bin gespannt, ob das Ganze auch schmeckt. Und zu guter Letzt kommt natürlich auch ein bisschen Käse obendrauf. Das muss so sein, liebe Leute. Das ist Gouda. Ihr könnt aber, ihr wisst Bescheid, jeden x-beliebigen Käse nehmen, den ihr gerne möchtet. Köche würden jetzt an dieser Stelle sagen, nein, nicht den Käse vorher draufgeben. Erst das Ganze in den Backofen schieben oder beziehungsweise in dem Fall auf den Grill legen, dann ein bisschen garen und so kurz vor der Fertigphase dann den Käse oben drauf geben, damit er so schön schmelzig ist. Ja, aber ich möchte den nicht schmelzig haben, ich möchte den knusprig haben, ich möchte den ein klein wenig angebräunt haben. Deswegen gebe ich den Käse jetzt drauf. Und das Ganze wird jetzt ungefähr bei 180 Grad indirekt gegrillt. Und jetzt schauen wir mal nach. Das sieht großartig aus. Genau so wollte ich es haben. Kerntemperatur brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Wenn der Käse richtig schön braun ist oder so aussieht, wie ihr es gerne möchtet, dann ist das Kartoffelgratin fertig. Dann können wir jetzt auch schon zum Anrichten kommen. Und immer vorsichtig sein bei solchen Auflaufgeschichten, liebe Leid. Nicht gleich die Gabel reinrammen und essen, könnte heiß sein. Es könnte wirklich Spuren von Hitze enthalten. Ich habe mir schon so oft die Gosch verbrannt an so einem Auflauf. Es kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft ich das schon gemacht habe, weil ich so gierig war. Ja, was soll's. So, das sind jetzt die beiden Teller für Jörn und mich. Und was soll ich sagen, liebe Leid? Das ist mein Kartoffelgratin mit ein bisschen geräucherten Hühnchen. Und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet das super gerne mal nachmachen. Und damit ihr das nachmachen könnt, liebe Leid, dazu braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Ihr braucht Hähnchenbrust, Drachenpulver, geschälte und vorgekochte Kartoffeln, Parmesan, Milch, Sahne, Grünkobold, Butter, gehackte Petersilie, bisschen Salz und Pfeffer und geriebenen Käse. Und jetzt wird probiert. Und hier haben wir mein Hühnchen-Kartoffelgratin, lieber Jörn. Ah, das sieht hervorragend aus, lieber Daniel. Ja, und ich würde auch tatsächlich sagen, wir quatschen gar nicht so viel rum, sondern wir probieren das nämlich sofort. Ist das hier abgekühlt, sagst du? Ich hoffe. Wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Gratin wisst ihr, Leute, immer kurz abkühlen lassen. Ja, weil sonst heiß. Sehr zum Wohl. Und dir auch. Ja. Ja, ist abgekühlt. Ja, aber schmackig. Ja, ich habe erst mit dem Würzen, da musst du ein bisschen abschmecken.
Aber nö, also überwürzt ist es auf jeden Fall nicht. Nee, also ne? Unterwürzt auch nicht. Eigentlich ist es genau richtig. Käse. Leute, das solltet ihr nachmachen. Und warum? Weil lecker. Und man schmeckt beim Hähnchen das Geräucherte tatsächlich. Ja? Ja. Großartig. Nehmt mir leid. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ihr wisst, was jetzt los ist. Ihr müsst nämlich jetzt abschalten, weil ihr ja in den Grill müsst oder in die Küche, wohin auch immer, um das nachzumachen. Aber vorher, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, rennt ihr jetzt ganz schnell zu dem Kanal von Jörn, Barbecue aus Rheinhessen, und abonniert da mal. Ich verlinke euch das mal unten. Und dort oben werde ich euch so einen Banner hinsetzen. Die Links sind immer links. Kannst du dir merken, wenn du links machst, die sind immer da oben. Ah, mhm. Gut zu wissen. Ja. Und abonniert den Kanal. Ich meine, den habt ihr sowieso abonniert. Das ist der Godfather of Barbecue. Ansonsten fände ich es auch echt cool, wenn ihr mich abonniert, so nebenbei so ein bisschen. Lohnt sich. Ja. Nichts wie ran. Ansonsten, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Macht's gut.